Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Evil West. Ich weiß, es gibt 16 Missionen. Aber ich weiß nicht mehr, wo man das sieht. Wir gucken einfach mal, ne? Vielleicht finden wir es ja zusammen raus. Starten wir mal. Auf geht's. Ja. Muss ich selber mal kurz überlegen. Aber wir sind jetzt mal da lang gelaufen, sind da vorne gestorben, ne? Das heißt, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Loot. Ah, guck mal hier. Geld. Ist das dunkler als normal? Nee, ne? Kommt mir so vor. Ja, komm. So geht das. So, da stand eben, wir haben genug Geld für was Neues. Flammenwerfer. Hm. Das heben wir uns noch mal auf. Okay. Eine Tasche. Oh. Heroes. Und eine Kiste haben wir auch noch. Ah. Goldgrube. Ich muss mal mit dem Mikro ein bisschen experimentieren. Hoppala. Ich will es nicht unbedingt am Controller haben, wegen den Klicks. So, müsste so auch funktionieren, oder? Ich denke schon. Okay. Dann kommen wir jetzt rüber und da geht's hoch. Was hängt da denn? Slugs, sie kommen. Okay, gehen wir vielleicht erstmal hoch. Weil runter kommt man immer, hoch vielleicht nicht mehr. Oh, guck mal, da zeigt mir was an hier. Nein, 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 nein. Ich wollte nur gucken. Ah. Okay, komm, dann gehen wir doch erstmal da runter. Hallo? Siki Jackson, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir, mein Junge? Alles im Griff? Und Dynamit, habe ich Dynamit? Nee, ne? Hab ich? Warte mal, ich habe doch irgendwas, habe ich doch eingesammelt. Wie war das denn? Ah, hier. Nach unten, ne? Genau. Oh. Der klingt jetzt gar nicht so gut. Komm mal auf hier. Oh. Ich glaube, da ist jemand da draußen. Hello. Loot? Nein, kein Loot. So geht das. Wow. Geht weg. Ihr hässliches Ding. Zack. Komm. Sind aber auch hartnäckig, ne? So, Kiste. Kiste ist immer gut. So, wo geht's da hin?
Eine Map haben wir nicht, ne? Nö. Oh, dann gucken wir einfach mal, ja. Oh. Hier scheint was zu sein. Sollen wir mal gucken, wie wir da reinkommen? Mal anklopfen hier. Ja, nur eine Kiste. Hm. Mehr Geld. Oh, 5,7. Okay. Was ist das? Achso, Lähmungseffekt. Okay. Und das hier? Der Schocker-Finalstoß erzeugt eine Stromspitze sowie ein Energiebündel. Heranziehen oder Sprung verwenden, um mit dem Schocker einen dem Tode nahen Gegner zu erledigen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir gucken mal weiter. Oh, ist noch zu teuer. Ja, da sparen wir drauf, dass wir eine aufgerüstete Knarre haben. Geht's nicht rein. Hm, okay. Hier ist was versteckt. Nee. Aber hier geht's hoch. Und sogar rüber. Okay. Na komm. Werfen wir mal einen Blick da rein. Geld. Oh, da ist auch ein Nest. Also liegt hier bestimmt Geld. Oder eine Truhe. Oder nichts. Okay, komm, dann machen wir erstmal das Nest weg. Moment, erst Geld. So. Hier, ihr Loser. Aber wir wollen noch blocken. So, genau. Stufenaufstieg. Oh, jetzt haben wir Kohle gekriegt. Und zwar jede Menge. Zweite Nest zerstört. Okay, Geld. 8000, jawoll. Jetzt können wir uns das leisten hier. Die elektrisch modifizierte Version des Rentiergewehrs, die durchbohrende Geschosse und elektrisch geladene Schüsse abfeuern kann. Zum Aufladen halten. Kaufen. Kaufen. Vorteilspunkt haben wir auch noch. Was nehmen wir denn hier? Das ist nix. Ah, wenn ich einen in die Luft töte, lässt er Energiebündel fallen. Kann man ja machen. Nachwehen. Drücke noch einen Schauer, um im Anschluss einen mächtigeren Angriff auszuführen. Kanonenkugel-Explosion. Alle normalen Gegner, die von einer Kanonenkugel getroffen werden, explodieren beim Aufprall. Was von einer Kanonenkugel? Ja. Das ist dieser Schlag aus der Luft.
Okay. Gehen wir da hinten lang. Schon dunkel hier und düster. Oh, da hinten ist ein Nest. Rotes Licht und Geld. Ah ja, da sind wir gestorben beim letzten Mal. An dem Rad da hinten. Oder nach dem Rad. Da wurde es dann etwas knifflig. Ich glaube, hier wird es jetzt auch knifflig, so wie das aussieht. Komm, schmeiß. Drecksviecher. Oh nee. Ein scheiß Ding. Lass mich! Weg! Oh, jetzt wird's aber gefährlich hier. Mit meinem bisschen Energie, was ich noch hab. So, jetzt kann ich auffüllen. Jetzt aber. Fuck. Moin mir! Einen wunderschönen guten Abend. Ja, alles gut? Bis Montag selten im Stream, oder? Täusche mich da. So muss das sein. Alles so die, das höre ich gern. So. Granate rein. 3 von 5. Tatsächlich muss ich da auf die andere Seite. Ich habe es vermutet. Das ist die Stelle, wo wir gestorben sind beim letzten Mal. Da wurde es nämlich richtig schwer. Mal gucken, wie das heute so läuft. Geht's da weiter? Ja. Oh, ein anderer Weg. Okay. Gehen wir da mal rüber. Hier lang. So, da sind wir gestorben. Daumen drücken. Jetzt wird's wild. Nicht zurückschlagen. Du auch nicht. Wo kommt der Idiot? Macht ja nichts. Ich
Oh, oh, oh. Ja, ja, der hat einen Russland, komm. Das ist Benjamin Blümchen, wenn man ihn reizt. Ey, ey, ey. Oh. Komm, lass mich hier weg, vielleicht bin ich tot. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Verdammte Axt. Weg. Oh, wow, wow, wow. Komm, füll dich auf, du Health-Dingens. Weg. Haben noch zwei von denen. Oder? Nein. Oh, oh, jetzt. So. Oh. Hörst du auf? Alter Schwede. Mehr Glück gehabt. Alter Schwede, ey. So, das Nest ist da hinten. Wollen wir da erstmal hin oder wollen wir mal eben gucken? Da ist auch ein Nest. Ne, das ist das, wo wir vorhin schon waren. Na gut. Friedhof. Wow. Oha. Ah ja, da ist das Ding. Kann ich von hier reinwerfen? Vielleicht. Das war ja wohl ein Volltreffer. Eieiei. Das übliche Popcorn, genau. Da liegt Geld. Da muss ich zuerst hin. Geldgeiler Bock. No surprise, there's one in the cemetery. Wer hätte es gedacht? Oh, noch einer. Von den komischen. Machen die ganzen Grabsteine kaputt. Oh. Oh. Aufhören. Hehehe. Jawohl, das glaub ich gern. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Oh. Mein Herz, Zeus, grüß dich. Ja, 4 von 5 schon. Müssen wir da lang. Faster than lightning. Ja, aber. Okay. Sei das Wasser und möge das Wasser mit dir sein. Exakt immer. Und wie geht's dir? Alles gut? Zeusowitsch. Aber wieso kann ich hier nicht hoch? Geht's da weiter? Zufälligerweise. Auf jeden Fall liegt der Geld. Ist schon mal wichtig. Oh ja. Da geht's weiter. Ja. Hoppala. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. So. Irgendwie sowas. Der Spruch von Bruce Lee meinst du, ne?
Dance klingt jetzt aber auch nicht so gut. Scheiße, Alter. Drecksvieh. Geht weg. Alter, was spuckt denn der da aus? Hör auf, hier Sachen rumzuschmeißen. Star Wars. Also original ist das Bruce Lee-Spruch. Das kann ich dir garantieren. Maulkorb. Inklusive Maul. Da, schon wieder eine Stufe. Kein noch Loot. Kein Loot. 3,5. Da kriegen wir nicht viel dafür, ne? Eigentlich wahrscheinlich gar nichts, ne? Nö, nur nicht mal das. Aber ein Vorteilspunkt. Was machen wir jetzt? Dann muss man Stufe 14 sein. Das wissen wir noch nicht. Okay, was gibt's hier noch Schönes? Kurzschluss. Beim Töten eines unter Strom stehenden Gegners erhält man ein Energiebündel. Ja. Energie ist mir nicht so wichtig. Wird ein Gegner mit der E-Kombo getötet, verursachen die drei darauffolgenden Nahkampfangriffe deutlich mehr Schaden. Ah, dafür muss ich aber erst das nehmen. Schockereinschlag. Wenn ein Gegner in der Luft anvisiert wird, um diesen mit einem Lichtbogen in den Boden zu rammen. Schockereinschlag löst eine kleine Druckwelle aus, die weitere Gegner niederwirft. Überladungswelle. Beim Wechsel in Überladungsmodus wird eine Druckwelle ausgelöst, die Gegner in der Nähe Schaden hinzufügt. Das ist nicht verkehrt. Das nehmen wir. Weil wenn ich in eine Situation komme, dass ich das auslösen muss, dann bin ich umzingelt vom Gegner und dann wäre das nicht schlecht, wenn die schon mal ein bisschen was abkriegen. Da. Fünf von fünf. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Okay. Kiste mit Loot. Oh, neues Revolver-Skin. Was denn noch bei Charakter, ne? Ah, hier. Ich nehm's einfach mal, auch wenn ich nichts sehe. Dann müssen wir da wieder hin. Machen wir. Oh, ich gehe unten rum.
das jetzt ein Bossfight ist, ne? Könnte man annehmen. Komm. Nein. Das sieht aus wie die Kirche von Resident Evil 3. War das 3? Die Kirche auf dem Berg oben. Oh, was geht denn los? Störe ich euch? Aua. Ey. Oh, wow. Was ist denn hier los? Alter, hab ich erschrocken. Ist das laut? Jumpscare war voll. Hey. Oh nee, ne? Benjamin ist wieder da. Oh, und er hat Verstärkung dabei. Alter, wollte mich verarschen. Nicht, wenn ich in der Ecke bin. Komm, lass mich hier mal vorbei. Alles klar, Zeus. Hau rein. So nicht. Ich hab auch Gefühle. So, einer nach dem anderen. Ein bisschen Geduld, Leute. Oh, den muss ich. Boom. Idioten wieder. Wir sind nicht passiert, jetzt ein falsches Spiel. Junge, Junge, Junge. Oh. Einer noch. Oh. Oh, komm. Nee. Oh, macht ihr nichts. Aber eine abgesägte Schrotflinte macht ihm was. Oh. Oh. Son, would appear that you're their hero. Your runner got an answer to my telegram? Looks like I was right. That mysterious cell in the mountains might have just what I need. Gefährlich für so einen Briefträger. Lord works in mysterious ways. I was afraid you were going to say something like that. An occupational hazard, I'm afraid. I'll have Martha set you up with a fresh kit bag before you go. That won't be necessary. Son, part of being a hero is knowing when to let people help you.
Even Jesus had his disciples. Yeah, but Jesus. One of them turned out to be kind of an asshole. Speaking of which, when those monsters started showing up, we telegraphed the authorities, and they told us not to worry, because Secretary Harrow was on the case personally. You did us a real kindness last night. I hope you know we won't forget it. Listen, next time, cut out the middle man and contact us directly. We're in Calico. I hope you find what you're looking for, son. And let's pray that there'll still be people like us alive once you find it. Because these days, we really need some heroes. Godspeed, Mr. Rentier. Der Herr Rentier. Oder Rentier. Oh. Haben sie da Frankenstein gebaut? Try following the map, kid. Mr. Jesse! Okay, alright. Der ist immer vor uns. Wir machen die ganze Arbeit. Und der ist immer schon da. Wie bei Police Squad damals. Ich fuhr ins Büro. Mein Chef war schon da. Holy moly. This is where your father designed the first gauntlet. I've heard the stories about this place, but I never dreamed I'd visit it myself. Oh boy, we're about to re-explore history. The gauntlet? Don't forget what we're here for. I need to upgrade it. The soul lab should have what we need. What are we looking for? Okay, I understand. What are we looking for? According to your father, the key to upping the voltage of your gauntlet is reconnecting those transmitters to the central current reservoir. English Verge. Okay. I do a sciencey thingy with your gauntlet, and you'll be running more charge than Edison himself could shake a circuit breaker at. Got it. I'll clear the way. You take care of finding the central reservoir. Moin, Toffel. Na, ausgeschlafen. Ja. Wie ist die Lage? Schweres Level gerade verpasst. Haben alles abverlangt von mir. Schon lange. Hast du bestimmt noch ein Nickerchen gemacht, oder? Also ich hatte es vor, aber... Dann habe ich mir lieber was zu essen gekocht. Ja, bei mir soweit. Noch ein bisschen geknickt wegen dem Auto, aber das wird schon werden. Ich hoffe ja, dass ich morgen den Anruf kriege. Oh, er ist fertig, sie können abholen. Das wäre schon cool. Auch wenn ich jetzt halt schon wieder das Vertrauen in das Auto verloren habe, ne? Das geht schnell bei mir. Dann fahre ich mit einem unguten Gefühl. Das ist dann halt so eine Sache. Ich habe mich ja jetzt gerade erst an das Auto gewöhnt, weil ich von vornherein so ein komisches Gefühl hatte irgendwie. Aber jetzt ist es halt... Als wäre meine Freundin mir fremdgegangen. Ja, das kann man bestimmt nachvollziehen. Ja, man bewegt sich trotzdem noch mit dem Geschöpf. Aber das Vertrauen ist halt nicht mehr da, irgendwie. Das wäre super, wenn ich den morgen holen könnte, ey. Werwölfe. Nein. Die kann ich bestimmt nicht von hier oben abschießen, ne? Oh, doch. Oder nehmen die wieder keinen Schaden? Ja, absolut. Und gerade jetzt mit meiner Vorgeschichte an Fahrzeugen. Ne, letztes Jahr im Januar der BMW kaputt gegangen. Dann den Peugeot geholt, Motorschaden, Austauschmotor gekriegt, Motorschaden, dann den gekauft.
irgendwas am Motor, keine Ahnung. Also Hyundai meint ja, es könnte aufgrund der Symptomatik auch nur eine Zündspule sein. Der, wo mich abgeschleppt hat, der meinte, das könnte auch sein, dass Zündkerzen kaputt sind, dadurch das Druckverhältnis nicht stimmt und der dann halt nicht rund läuft. Aber die Geräuschkulisse, wo ich da hatte, da als wäre irgendwie ein Riemen durchgerutscht oder so. Und das ist nicht gut. Der BMW hat sich immer selbst verarscht. Boah, dem trauere ich so hinterher. Das war so ein geiles Ding. Hier. Wow, sind wir bei Doom? Ah, du bist tot. Sag doch was. Ja, das Abblendverhalten, das war ja der Hammer, ne? Und in dem Hyundai habe ich ja auch Fernlichtassistent. Und ich muss zugeben, es hat eine Weile gedauert, bis ich den wirklich mal benutzt habe. Ne? Einfach weil da so ein bisschen Vertrauen fehlt. Fehlte. Oder jetzt wieder fehlt. Einarmiger Bandit. Na, alles klar bei dir. Zappelt ein bisschen. Boah, aber cool. Anscheinend haben wir ganz ordentlich aufgelevelt, den Typen. Dass der mittlerweile so gut kämpfen kann, ne? Gibt ja eine neue Klappe. Neue Waffe? Also neuer Mod? Nein. Kackeiert. Normal liegt hier immer eine neue Mod. Neue. Da hinten geht's weiter. Sonst nichts zu looten, ne? Ne. Ausgelootet. Geld. Alter, was stehst du hier rum und hast mir nicht geholfen? Mr. Jesse, hey. Oh, Mr. Jesse. Are they gone? For now. Gibt's ja gar nicht. All it needs is power. I was just about to turn on the generator over there when they appeared. Yeah, I'm on it. Keep your head down. Holy moly, it's cold. Holy moly. The generator is in that house over there. Ach so, muss ich wieder. Boah, kann ich abkürzen? Nee. Muss ich wieder Energie holen und dann rüber rennen. Alter. Der hat die Gläser ohne Stärke drin. Der ja, stimmt, der konnte sich sehen. Da hast du recht. Boah, muss ich schnell sein. Lauf, Jesse. Das reicht doch nicht. Doch, es reicht.
Profi. I'm afraid one tower can't deliver enough power to the reservoir. I think it's safe to say you'll need to power up those over there too. Let's get to it then. Run to the walkway and I'll clear the way ahead. Wir erstmal nach Loot gucken, bevor wir da lang gehen. Kiste. Was haben wir denn an Kohle? Ah, ich glaube, für 5000 kriegen wir wieder was. Haben es ja fast geschafft. Da geht's nicht mehr hoch. Na dann. Platz gemacht hier. Geld. Okay. 160, das reicht noch nicht. Alter, der verarscht mich doch. Wie kommt der da immer hin? Ich glaube, Spiel kann man ein bisschen lauter machen, oder? Probieren wir es mal so. Oh, ich kann ja mal schießen. Ah, da geht noch mehr. Warte mal. Ja. Ein Ticken geht immer. Das ist ja widerlich. So viel Spinnenweben. Na, Dicker, kommst du nicht durch? Stufenaufstieg, Geld und Vorteile. Na, erstmal Geld. Was machen wir denn mit der ganzen Kohle? Das machen wir nicht. Klebriger Sprengstoff, das ist ja eigentlich kontraproduktiv, ne? So auf einen Gegner, der auf mich zurennt, klebriges Dynamit auf den Körper zu werfen, ist, glaube ich, nicht so clever. Was haben wir hier? Blitzbüchse. Die elektrisch modifizierte Donnerbüchse, die elektrisch geladene Anomalien abfeuert, die allen Zielen in ihrem Weg Schaden zufügt. Im Prinzip nicht schlecht. Fehlen uns nur 400. Ja, dann sparen wir noch ein bisschen. So, wann kriegen wir denn endlich hier freigeschaltet? So. Gegnerischen Angreifen seitlich oder nach hinten auszuweichen unterbricht nicht die Nahkampfkombo und erhöht den Drückwellenschaden des nächsten Schlags. Hau den Lukas. Nach Ausführung der gesamten Nahkampfkombo wird die nächste mit einer mächtigen Übergangsattacke begonnen, die zusätzlich eine große Menge Energie bringt. Na, dann bauen wir mal darauf auf. Scheint da gerade schnell voranzugehen mit dem Aufleveln. Ja, kein Loot mehr.
ass tight. Oh ja. Tight is just right. Okay. Da ist das Dingen und da ist das Bummen. Gucken wir erstmal, wer uns hier noch angreifen Money. Will. Money. Noch keiner. Okay. Dann schalten wir den Kasten erstmal ein. Gibt's noch Loot? Nein. Okay. Schneller. Zwei. I'm taking it. Das reicht schon fast für unser Upgrade. So, kommt jetzt jemand? Shit, too late. Seems the other one is up there somewhere. Can't make it without a rope. Finden wir auch noch. Müssen wir hier erstmal wieder puzzeln. Okay. I'll take that. So. Ha. 7350. Passt doch. Tadam. Beautiful. So. Sonst noch was? Nein. Wo ist denn der Kasten? So, hier ist es. Ach, da. Boah. Ist aber auch nicht so wild, ne? Das sollte ja wohl zu machen sein. Hoffe ich. Nur mal kurz Lage checken. Ah. Quite a cozy little setup you have here, boys. Und ja, komm. Müssen wir den Loot einsammeln, bevor wir das Ding aktivieren. Komm, schneller. Very nice. Gotcha. So. Der erste WLAN-Turm. Auf, ne? Komm ich denn da hoch? Gehört das hier dazu? Oder muss ich den Waggon verschieben? Ne, ich glaube, es gehört dazu. Erstmal kurz die Lage checken. Geht's nicht weiter. Oh. Oh, da geht's nur runter, nicht hoch. Dann müssen wir den wohl doch noch ein bisschen verschieben. Aber wohin? Oh. Was haben wir hier? Kette? Das ist so nicht richtig. Ha.
das war befreiend, ey. Meine Güte. Ja, verdammt, wie komme ich denn da hoch? Ah. Jetzt kann ich den ja da reinschieben, ne? Düst Paddel. Seil für drüben. Das could come in handy. Das war da hinten in dem Eck, genau. Das war aber trotzdem immer noch nicht da oben, ne? Ich will da hoch. Da war nämlich die Kiste mit Geld. Dann ist da bestimmt auch noch mehr. Aber. Oh. Cool. Sowas geht auch. Hm. Da ist die Kiste. Kiste. Oh, noch eine Kiste. That's mine. Kampfhandschuh Skin. Ist er halt weiß. Na. Immerhin. Okay. Get down. So, weiter geht's. Wie kann ich die Rope denn jetzt da befestigen? Ah, mit der... So. Geil, oder? Krieg's mal wieder zu Knarre. Und rüber. Easy. So. Hehehe. Shit. That's pretty damn steep. Ach, wart. Haben sogar die Hobbits geschafft über den Minen von Moria. Oh, wann kommt noch mal das Indiana Jones Spiel? Im Mai, oder? Oder war das später? Da freue ich mich ja drauf, ne? Also wo ich, was ich unbedingt brauche, ist Star Wars. Wie heißt das? Fallen Order, war das der erste oder der zweite? Also den zweiten Teil auf jeden Fall. Oh. Dann Avatar natürlich. Und Star Wars Outlaws. Das kommt aber erst im August. Aber das sieht ja krass aus, ne? Oh nee. Oh, wieder so viele. Weg. Lass mich, lass mich. Thank you.
Oh ne, keine Werwölfe jetzt. Ich habe das Gefühl, die wollen mich fertig machen. Ja, ne? Was ein Gewusel. Läuft. Okay. Wo geht's da hin? Hast du wieder irgendwas versteckt? Aha. Vorteilspunkt. Oh. Beautiful. Da wollten wir drauf hinarbeiten, ne? So, einpacken, mitnehmen. Weiter geht's. Einfach weitergehen. Nicht nach unten gucken. Okay. Füße. Da liegt Geld. Und Schnee. Wollte er, glaube ich, sagen. So, Etage höher. Da mal kicken. Wer schmeißt denn da mit Steine? Barney Geröllheimer. Ah.
Anscheinend müssen wir da wieder zurück. Zu einem späteren Zeitpunkt. Geld. Okay. Hätte ich da hingucken sollen. Okay, gehen wir mal in die Mine. Von Moria. Oh, ich muss wieder oben machen. Und dann noch ein bisschen Strom für unsere Batterie. Hallo. Ah ja, hier sind schon die Kabel. Das sind die beiden Dinger. Da ist ein Schalter und da ist ein Schalter. Müssen wir nur mal eben den Weg rauskriegen. Okay, ist nur der. I'll take that. Am anderen muss ich da um die Ecke rennen? Nee. Boah, ist doch bloß, ich muss dann da wieder durch die Mine. Um da drüben dann hochzukommen. Weil runter geht's da. Aber nicht hoch. Kommt hier dann wieder hoch. Ah ja. Muss ich nicht durch die Mine. Aber wie komme ich da hoch? Oh. Da ging es ja aber nur runter, ne? Oh, okay. Na komm, wir machen mal den Einschalter und dann gucken wir weiter. Vielleicht tut sich ja da noch irgendwas. Nee, tut sich nichts. Verdammt. Da geht's auch nicht weiter. Shit, too late. Ja, ja, ja. Erstmal müssen wir den Weg rauskriegen. Guck mal, da ist ein Seil gespannt. Ah. Kann ich darüber gleiten? Den Mantau. Willkommen im Jurassic Park. Alrighty. Alrighty then. Naughty, naughty, naughty. Ja. Jesus. I think I'm starting to develop fear of heights. Die habe ich schon. Die Höhenangst. So ein bisschen zumindest. Sind die einfach so erschienen? Warum liegt hier kein Loot? Wenn es schon ums Eck geht. Oh, das ist tight. Gehört doch dazu. Bitte.
sein Weg. Kommen sich ja vor wie Batman in Batman Begins. Wo er die lila Mondblume auf den Berg zu Ra's al Ghul bringen muss. Ra's al Ghul. Kein Loot? Leute. Ich brauche Money. Oh, das sieht nicht gut aus. Schrei nicht so laut. Ain't working. The whole damn thing froze up. Holy hell, we've got company. You do your magic. Klar. I'll take care of these guys. Hörst du auf, deine Freunde zu rufen? Batman wieder da. So, Loot. It works. I melted the ice with the power of flame. No shit, genius. Let's go. Was haben wir denn an Kohle? Ach, gar nichts. Lächerlich. Wie hat das Eis jetzt geschmolzen? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Hoch, ne? Yeah, yeah. Better safe than sorry. Yeah, yeah. Schick.
Oh. Nicht so schick. Was haben sie da denn hingebaut, ey? Bossfight. Waren das nicht genug Bossfights jetzt in dem Level? Okay, I've combed through the notes. It all looks pretty standard. All we have to do is direct the current from the central reservoir over there straight into your gauntlet. I'll coordinate the convergence of the electrical beams via an application of a series of levers. Just tell me where to go. I'll trust you with the buttons and levers. Right over there. Kind of abusing my trust right now, Virgil. Hold on, Mr. Jesse. Just a few more seconds. 3, 2. We don't have a few more. Da. Bei der Macht von Grayskull. Habe ich die Kraft von Nikola Tesla. Ass im Ärmel. Okay. Einen Rentierkampfhandschuh integrierter Generator verursacht bei Angriffen in unregelmäßigen Abständen eine zerstörerische Druckwelle. Dieser Prototyp enthält jedoch keinen verlässlichen Auslösemechanismus. Oh, immerhin. Was untersuchen? Nein. Alles so teuer, kann man sich nicht leisten. Okay. Das heißt, ich boxe mich jetzt einfach mal. Doch, das war glaube ich so eine Druckwelle. Noch jemand. Oh. Batman ist auch wieder da. Wo ist er? Batman. Ah, da ist er ja. Hab dich schon vermisst, Digga. Mehr von dem. Ist das Batman und Robin oder wie soll ich das verstehen? Sprengstoff, eine gute Idee eigentlich. Thank you.
Junge, Junge. Die wollen es aber echt wissen hier, ne? Fang mich doch. Fang mich doch, du Eierloch. Oh, man. Abgeht. Hörst du auf? Okay, Geld, nicht so viel, aber Vorteile. So, was nehmen wir jetzt noch? Gruppenflug. Tötest du einen Gegner in der Luft, lässt dieser ausnahmslos ein Energiebündel fallen. Das ist mir gar nicht so... Oh, was ist denn hier? Tod trotzen. Tödlicher Schaden führt nicht zum Tod. Stattdessen wird man um 25% der maximalen Gesundheit geheilt, erhält 3 Sekunden lang Unverwundbarkeit und Gegner im Umkreis werden weggestoßen. Die Fähigkeit wird erst nach dem Tod zurückgesetzt. Ja, ist doch cool. So als letzte Chance. So. Hättest du mir nicht helfen können? Stehst da rum? Oh. We make a marvelous team, you and me, Mr. Jesse. With my brains. Level ist fertig. That didn't come out right. Sehr cool. Red's here. So glad to see you back. All cried out from Daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that because William isn't dead. Instead. You and your band of grade-A chucklefucks let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary, sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry dead ferret of a frame! Secretary Harrow. Dr. Blackwell. I can't believe I'm saying this, but as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason. And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rentier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago. Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Would you allow me to present a counterproposal? You leave Calico right now and yes, never come back, mit. You lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache so Rübennase, aus Rübennasenhausen. You ungrateful swine. You sure you want to dance that dance? President Cleveland will know all about this right here.
We're having dinner after a sweet-ass musical premiere none of you were invited to, because you don't matter! Oh, wie fies. Wir werden nicht eingeladen auf die Party. Potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critiques for when my legs stop shaking. Right now, you should go see your father. Mein Hemd. Das schöne lachsfarbene Lacoste. Teuer. Sowas kauft man sich einmal. Also 5 Stück habe ich mir gekauft. So, wir können dann hier auch Tuck machen. Warte mal. Gut, Leute. Dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht mit Evil West. Und ein bisschen was zu lernen über die Autokultur von Opel. Die waren auch mal gut, tatsächlich. Für einen kurzen Zeitraum. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne, angenehme Nacht. Süße Träume von schönen alten Autos. Und bis dann. Abfahrt. Genau, Abfahrt ins Bett. Macht's gut, Leute. Bye, bye.